Ein Hotel brennt. 42 Gäste und Bewohner hoffen auf Hilfe. Doch die Feuerwehr ist zunächst machtlos. Der Grund? Solarzellen auf dem Dach, die noch immer unter Strom stehen, machen Löschen mit Wasser lebensgefährlich. Erst nach 7 Stunden gelingt es, den Brand zu löschen. Immer häufiger werden Feuerwehren zu Bränden gerufen, bei denen Solarzellen im Spiel sind. Photovoltaikanlagen stellen natürlich für einen Einsatzvorgang eine große Schwierigkeit dar, weil die Fläche natürlich geschlossen ist, ein Löschangriff von außen kaum möglich ist und nur im Innenangriff gezielter Löschangriff vorangetrieben werden kann. Ein Problem, das dieser Mann lösen möchte. Gunter Huber ist Gutachter für Sonnenstromanlagen und hat Daten über Tausende von Solaranlagen gespeichert. Diese überlässt er jetzt den Feuerwehren. Eine Art Solaratlas mit genauen Angaben über die Beschaffenheit und Größe der Solaranlagen und das, was sich unter ihnen befindet. Wir erfragen bei den Menschen, bei den Betreibern, wie ist die Nutzung unter deiner Modulfläche? Ist die bewohnt? Ist da eine Stallung drunter? Was ist da? Also wie gesagt, für die Feuerwehreinsatzkräfte, die sehen das dann und können sagen, bewohnte Fläche, da muss ich eine ganz andere Risikobereitschaft an den Tag legen, als wenn da ein paar Traktoren drunter stehen, wo du sagst, naja gut, da lass ich so brennen. Brände in Städten. Auf eng bebautem Raum sind Solaranlagen ein besonderes Problem. Steht der Dachstuhl in Flammen, besteht die Gefahr, dass er mitsamt den Solarzellen in die engen Gassen abrutscht. Eine Stadt ist wesentlich unübersichtlicher als der ländliche Raum. Da sieht man die Anlagen nicht sofort. Dass eine Stadt sich einfach mal klar macht, in unserem Löschbezirk gibt es die 200 Anlagen oder die, und die sind natürlich alle über bewohnte Räume. Die größte Gefahr besteht darin, dass Solarzellen bei Licht dauerhaft Strom erzeugen. Selbst die Scheinwerfer der Feuerwehr können nachts die Stromproduktion auslösen. Neue Anlagen haben deshalb einen Trennschalter. Erst wenn die Feuerwehrleute ihn finden, können sie die Anlage vom Stromnetz trennen und vergleichsweise gefahrlos löschen. Das Stromschlagrisiko ist nicht das einzige Problem für die Feuerwehren. Schmelzendes Aluminium, zersprungene Glasplatten, giftige Gase sind eine mindestens ebenso große Gefahr. Genaue Angaben über Beschaffenheit und Größe von Solaranlagen sind für Feuerwehrleute eventuell lebensrettend. Genau diese Angaben will der Solaratlas künftig auch über den Landkreis Passau hinaus bieten.